Also, gehen wir zum nächsten Talk. Der nächste Talk wird genannt Divok für immer. Wie man bereits wissen muss, ist RC3 nicht das erste Online-Event im Chaos Orbit. Es gab über dieses Jahr hinweg aufgrund des Abbruchs von verschiedenen Chaos-Events hat eine ganze Reihe an Online-Events stattgefunden. Divok wird auch als digital distributiertes Online-Chaos ist bekannt und funktioniert ein bisschen anders als viele andere Events, die einfach nach online verschoben wurden, weil sie es halt mussten. Diesmal wird es ein bisschen Behind-the-Scenes geben, das verschiedene Perspektiven zeigt. Als nächstes möchten wir willkommen heißen unsere Sprecher, die als Repräsentanten der Divok-Organisatoren und Organisatorinnen sprechen. Herzlich willkommen STB, Benjamin Wand, Gruppe und DJ Spock. Und ich habe einen warmen virtuellen Applaus für euch. The stream is yours. Danke, vielen Dank, Sandra. Thank you very much, Sandra. Hello. Wir sind DJ Spock, Benjamin, STB und Brüppel und wir werden die Geschichte des Divoks erzählen. Die Geschichte beginnt mit Covid, wie für viele von uns am Anfang von 2020, wo Easter Hack nicht stattgefunden hat. Und dann hat die GPM nicht stattgefunden und dann haben MRNCD nicht stattgefunden. Also haben wir stattdessen, als das Covid angefangen hat, ist das Divok aufgetaucht, das digital distribuierte Online-Chaos. Und wie gesagt, fing es alles mit dem Easter Hack an. Easter Hack 2020 hatte schon angefangen mit seiner Planung. Da wurde früh klar, dass es nicht passieren würde, aber da war viel Energie, die schon in die Vorbereitung geflossen war. Und ganz viel war schon vorbereitet und es war auch ein Team schon startklar. Und also haben sie gestartet. Und innerhalb von weniger als 4 Wochen Vorbereitung haben sie das Divok erfunden. Das ist kein Ersatz, aber es hat etwas komplett Neues erschaffen. Und es hat viele neue Erlebnisse eingebunden, viele selbstorganisierte Sitzungen, die, nachdem das Event offiziell vorbei war, einfach unendlich weiterzugehen schienen. Das Event hatte ordentliches Chaos-Feeling und mit eigenem Deck-System und es hatte die ganze Aufregung, die von was ganz Neuem. Und gucken wir mal weiter in den Mai und da gab es ein weiteres Divok. Es war diesmal die Party-Edition mit einem Musikstream und wesentlich mehr selbstorganisierten Sitzungen und diesmal ganz neu ein Quiet Cube, der das erste Mal beim Divok dabei war. Im September 2020. Nächste Folie bitte. Haben wir uns bewegt von den Home Launches zum Push to Talk. Das erste Mal nach dem Easter Hack. Naja, also beim Easter Hack damals, da war Hidden Service noch eine Idee. Jetzt haben wir einen Divok mit seinem eigenen Call for Call nach Helfern. Und RC3 hat angefangen, so auf dem Horizont aufzutauchen. Und deswegen haben einige Teams hier schon angefangen, Testläufe zu machen. Das Kids Space Team, das Awareness Team, der Himmel mit den Engeln und so weiter. Und als Konsequenz davon hat das Organisationsteam war größer als bei vorigen Divoks. Die Struktur hat ein bisschen anders funktioniert. Es gab aktives Onboarding. Und so. Naja, um mal anzufangen hier, wird Benjamin jetzt ein bisschen was erzählen über die Organisation und dann erzählen wir weiter von den technischen Lösungen mit STB. Benjamin, bitte. Hallo. Hallo.
Die Management-Aspekte, die ich beschrieben habe, beschreiben hauptsächlich das Push-to-Talk-Event. Das war das Event mit dem größten Team einfach und auch mitunter das professionellste Event und hat tatsächlich sowas wie ein Management erfordert. Wir benutzen Pads für fast alles. Sowohl die Slides von diesem Talk waren auf CodyMD. Wir hatten auch ein Wiki, aber das wurde nicht viel in der Planung benutzt, außer für manche Dinge wie zum Beispiel Speaker-Kommunikation und T-Shirt-Größen. Es gab ein Metapad und da sieht man ein Beispiel von auf der rechten Seite. Und dieses Metapad ist der zentrale Hub. Dort ist alles, was relevant ist, war da gelistet. Außer das Datum des nächsten Mumbles, das immer im Rocket Chat angekündigt wurde, da ich eine Obsession mit einer Single Source mit einzelnen Wahrheitsquellen habe. Man könnte auch ein Wiki benutzen, aber im Endeffekt sind Pads einfach kollaborativer und das macht das Onboarden von neuen Mitgliedern einfach einfacher. Mit den Zugriffsstrukturen. Und das hat, glaube ich, auch geholfen, Leute sich mehr willkommen zu fühlen. Pads zu benutzen ist einfach eine niedrigere Eingangsbarriere. Nächste Folie, bitte. Next slide, please. Ah. Hier sieht man so ein bisschen die Pads vom Divock Push to Talk. Das Metapad listet alle anderen Pads auf und alle Unterpads linken wieder auf das Metapad. Die meiste Zeit hatten wir Mumbles einmal pro Woche und die letzte Woche etwas öfter. Die Mumble Pads haben schon früh existiert, dazu erzähle ich später mehr. Das nächste Ding, das wir hatten in dem Metapad, war eine Personenliste. Das ist jetzt eine imaginäre hier. Und beim Divock Push to Talk hatten wir 21 Menschen. Nach den ersten Meetings wurde einfach gefragt, was wollt ihr denn so machen? Und das wurde dann so in die Personenliste geschrieben, egal wie insignifikant. Also ich finde, es ist sehr wichtig zu fragen, was Leute machen wollen und nicht, worin sind sie gut. Das kommt mit einer optimistischen Ansicht über Hacker, dass dieses, wenn man über etwas optimistisch ist, dann kann man es lernen und das lädt dazu ein, Dinge neu auszuprobieren und das macht natürlich auch glücklich. Und wir hatten niemanden groß zu babysitten, weil die alle gemacht haben, womit sie glücklich waren. Und vielleicht klingt das ein bisschen trivial, so als ob, vielleicht macht ihr das auch einfach schon so, aber vielleicht fragt ihr euch, wann sind wohl so die Situationen, wo man sich mal fragt, was sollten wir eigentlich tun? Und man kann sofort sehen, was das für eine Last erzeugt, gegenüber der Frage, was willst du tun? Ich fühle mich ein bisschen dazu verantwortlich, zu sagen, dass diese Art von Kommunikation natürlich darauf aufbaut, dass Leute mitarbeiten wollen und intrinsische Motivation haben. Das war nicht immer 100% gegeben. Es gab zum Beispiel zwei Teams, die es eher gewohnt waren, dass man ihnen sagt, wir brauchen euch jetzt hier. Mit denen war es an Antworten ein bisschen langsamer. Aber im Endeffekt glaube ich immer noch, dass intrinsische Motivation ein Must-Have ist. Und dem Event geholfen hat und ich werde weiterhin versuchen, das so zu benutzen, falls wir mit Divox weitermachen. Falls es mehr als 30 Leute werden, würde ich wieder eine Teamliste einfügen. Das war eine Sache, wo darüber diskutiert wurde, aber wir haben das vielleicht schon gemacht beim Push to Talk. Und dann gab es im Metapad auch noch verschiedene zufällige, unsortierte Dinge und Drafts. Zum Beispiel ein Call for Angels lag da ewig als Beispiel rum für so ein paar Wochen. Das ist wieder zum Beispiel eine Einladung, zusammenzuarbeiten. Ich würde zum Beispiel mal sagen, dass es besser ist, zusammen in einem Pad zu arbeiten, als nachträglich Dinge zusammen zu mergen. Niemand mag Dinge zusammen mergen. Und dann hatten wir die Mumble Pads. Die Mumble Pads haben hauptsächlich existiert ganz früh schon. Die haben schon existiert, sobald Mumbles existiert haben. Und hier sieht man so ein imaginäres Mumble Pad. Da war immer das Datum drin, ein Link zum Metapad und eine Liste der Leute, die anwesend waren. Und davor wurden immer Themen gesammelt.
Wer möchte was diskutieren? Und alle, die was diskutieren wollten, waren eingeladen, das einzuladen. Das hat den großen Vorteil, dass es Singletasking erlaubt, was das Ganze produktiver macht. Und am Anfang eines Meetings, wenn schon vorher klar ist, worüber wird diskutiert, dann ist das Meeting meistens wesentlich sanfter und läuft entspannter, so dass man nicht noch zusätzliche Moderatoren oder sowas in der Art brauchte. Sobald irgendwas angekündigt war, wurde immer ein Talkpad erzeugt und das war auch für Feedback der Fall und das ist immer wichtig, um die mentale Last für Leute möglichst niedrig zu halten, sodass immer Singletasking erlaubt wird, vor allem in stressigen Zeiten. Die Idee für das Frage- und Antwort-Pad kam beim Hidden Surface auf, weil da hatten wir verschiedene Ideen für das Mitwirken der Audienz und da wurden einfach Fragen halt ins Pad eingetragen und der Herald hat das dann von da abgelesen und in den seltenen Fällen von schlechtem Verhalten auf diesem Pad, dann muss ein Signal-Pad halt die Schreibberechtigung auf einem Pad auf nur das Team stellen und dann halt Fragen von Matrix und Twitter manuell hinzufügen. Und das war etwas, das war Chaos, das sich selbst organisiert hat, komplett magisch auf den Frage- und Antwort-Pads. Leute haben Antworten selber geschrieben und Leute haben Antworten für den Speaker geschrieben. Das war etwas, wovon wir etwas überrascht waren. Und jetzt zu STB für die technischen Details. STB, du scheinst noch stumm geschaltet zu sein. Oh, jemand muss mich stumm geschaltet haben, aber ich muss mich selber entstumm schalten. Gut, jetzt solltet ihr mich hören und sehen. Bevor ich in die technischen Details reingehe, lass mich eine kleine weitere Sache hinzufügen, die ein großer Punkt war für mich. Der es absolut großartig gemacht hat, Teil des Organisationsteams zu sein. Und das war, dass wir sehr früh Leute gesammelt haben, die dachten, oh ja, vielleicht kann ich ja was hinzufügen. Und die haben das erste Mal in einen von diesen Mumblen reingeguckt und irgendwie gefragt haben, habt ihr was dagegen, wenn ich dies oder jedes mache? Und wir haben gesagt, ja klar, mach einfach, tu's einfach. Und das war wirklich absolut großartig. Es war eine sehr schöne Atmosphäre bei der Zusammenarbeit und ich glaube, dass viele von den Dingen, die wirklich gut funktioniert haben, sind zu uns gekommen, nicht dadurch, dass eine zentrale Person gesagt hat, jetzt lasst uns mal dies machen, ihr müsst jetzt das machen, wir brauchen Leute, die dies oder jenes tun, sondern wirklich, dass Leute einfach aufgetaucht sind und gesagt haben, hey, macht jemand das hier schon? Und die Antwort war normalerweise, nein, da arbeitet niemand dran, aber es ist eine großartige Idee, willst du es einfach machen? Und die Personen haben es dann einfach gemacht. Das war wirklich eine sehr, das hat es wirklich super cool gemacht, in dem Team zu arbeiten. Okay, zu den technischen Details. Ich werde ein bisschen über die Live-Video-Produktion reden. Ich werde darüber reden, wie die Workshops und selbstorganisierten Sessions funktioniert haben. Ein bisschen darüber, wie wir die Kommunikation und die Community gemanagt haben. Und zuletzt ein paar Gedanken über freie Software und Open Source. So, als erstes, die Live-Video-Produktion. Das VOG hat Dinge vorbereitet, vor allem OBS Studio als ein ferngesteuertes Video-Switching und Direktionsding und haben damit rumgespielt. Und als die Easter Egg abgebrochen wurde, hat jemand vom VOG gesagt, hey, will jemand vielleicht ein virtuelles Event machen? Und ein paar von uns haben gesagt, ja, klar, warum nicht? Wir haben alle diese Inhalte und ihr wisst mehr oder weniger, wie man ein entferntes Ding machen kann, dann würden wir gerne da zusammenarbeiten. Und das ist, wie das losgetreten wurde. Und in der Zeit war OBS das Einzige, was wir wirklich zur Verfügung hatten. Also hatten wir ein zentrales OBS, das die Redner und die Heralde und alles andere, was auf der Kamera auftaucht, zusammengenäht hat. Und die Sprecher und Heralde haben alle auch OBS benutzt, um ihr eigenes Bild zu produzieren und da die Folien reinzumischen. Für manche Dinge haben wir Jitsi oder BigBlueButton benutzt, insbesondere wenn es mehrere Sprecher gab. Und das hat einfach dadurch funktioniert, dass das Browserfenster gefilmt wurde, so wie wir es jetzt gerade auch machen.
Wenn Leute OBS benutzen, um ihre eigenen Videosignale zu produzieren, dann ist da eine Menge Latenz drin. So die minimale Latenz, die man so erwarten kann, ist meistens so um die 5 Sekunden. Und wenn man dann eine Interaktion zwischen einem Herald und einem Speaker oder mehreren Speakers hat, dann ist 5 Sekunden viel zu viel. Das macht viele komische Pausen und ist dann auch immer unangenehm, vor allem wenn die Latenzen noch unterschiedlich sind, dann wird noch übereinander geredet. Das funktioniert gar nicht gut. So, wir haben also ein Tool, das uns Audio mit geringer Latenz erlaubt, und das ist Mumble. Also alle, die mitgemacht haben, waren in einem Mumble zusammen und haben dort via Mumble miteinander geredet, und dann wurde das Video und das Audio von diesem Stream aufgenommen von OBS, und OBS wurde dann konfiguriert, dass sie alle ungefähr die gleiche Latenz haben, indem die verschiedenen Stream-Parameter in OBS festgelegt wurden, und das hat relativ gut funktioniert. Nicht perfekt, aber es hat funktioniert. So, dann hatten wir auch die Power vom VOG dahinter bei diesem Event, und das VOG hat also das CDN zur Verfügung gestellt und die Transkodierung, und das hat großartig funktioniert. Wir wollten auch Live-Übersetzungen mit dabei haben, und das ist was wir dieses Jahr nicht tun konnten in den D-Vox. Es ist etwas, was wir bis letztes Jahr, da dachte ich, dass Computer-Audio ein gelöstes Problem ist, und ich habe dieses Jahr gelernt, es ist nicht der Fall. Es ist wirklich problematisch. Es ist schlimm. Und egal, welches Betriebssystem ihr benutzt, und es ist super hart, wirklich gut Audio aufzunehmen und zusammenzumischen auf genau die richtige Art, um sie in einen finalen Videostream einzubetten mit mehreren Audio-Tracks. Das ist tatsächlich ein erstaunlich hartes Problem, für das wir keine gute Lösung haben. Aber außer mit professionellem Equipment, aber nicht auf quasi Heimcomputer mit Open Source Software. Aber die Arbeit daran läuft immer noch weiter. Was wir machen konnten, war, dass wir die Übersetzer hörbar machen konnten über Mumble direkt. Das heißt, wir haben einfach den Leuten gesagt, was der Mumble-Server ist und wo die Übersetzer drauf sprechen. Und Leute konnten dann einfach das übersetzte Audio von da abnehmen. Und der Fakt, dass wir das übersetzte Audio nicht direkt in die Hauptstreams bekommen haben, war der Grund, warum die meisten Talks von den D-Vox jetzt noch nicht auf media.ccc.de online sind, weil sich da noch jemand hinsetzen muss und das Audio manuell durchmischen muss. Und wir hoffen, dass wir das in den nächsten paar Wochen noch schaffen können. So, eine weitere Nutzung von Pads und CodeMD war, CodeMD hat ein Feature, mit dem man Markdown-Slides schreiben kann, Folien, und daraus dann mit Reveal.js, mit der Reveal.js JavaScript-Library kann man Folien bauen. So, die Folien, die man jetzt gerade sieht, sind zum Beispiel auf genau diese Art produziert, und man kann Autoplay aktivieren, und das war unser Infobeamer. Wir haben einfach ein Browserfenster gefilmt, in dem dieses Pad lief, und das war einfach, wie wir die typischen Infobeamer-Style Folien auf den Stream gekriegt haben. Und wieder Fragen und Feedback über die Pads, so wie Benjamin das vorhin schon erwähnt hat. Eine Sache, die etwas mehr organisatorisch als technisch war, ist, man muss eine Menge Zeit damit verbringen, die Speaker vorzubereiten, die Sprecher. Am Ende dieses Jahres ist das was wesentlich einfacher wurde, aber am Anfang des Jahres hatte wirklich niemand eine gute Idee davon, wie man gutes Video zu Hause produziert. Sehr wenige Leute hatten das schon mal gemacht, vielleicht die ein oder anderen Gamer, weil sie auf Twitch unterwegs sind, aber die meisten hatten nicht wirklich eine Idee, wie schlecht sie wirklich klangen oder aussahen auf Video wegen Licht. Nicht mal unbedingt wegen den technischen Beschränkungen, sondern häufig, weil das Licht schlecht war, weil sie vielleicht das Mikrofon in ihrem Laptop benutzt haben. Also Headsets da zu allen zu bekommen oder ähnliche Setups war wirklich wichtig, und natürlich auch hatten wir alle diese Sachen, mussten wir einmal üben. Das heißt so, wer wird was wann sagen, wann fängt der Speaker an zu reden,
Zeiten, wann das der Herald, wann kommt der Herald rein. Das heißt, abhängig von der Computer, von dem Computerwissen der Sprecher konnte das zwischen 30 Minuten und 2 Stunden dauern. Und wir hatten ein paar sehr komplizierte Systeme, wo wir mehr als 2 Stunden und mehrere Sitzungen gebraucht haben, um die Sprecher fertig zu kriegen, bereit zu kriegen. Und die meiste Zeit hat das gut funktioniert, aber insbesondere bei Push-to-Talk hatten wir eine Sache in unserem Opening, wo mehrere Leute aus der ganzen Welt einem Big Blue Button teilnehmen sollten und wir hatten keine Chance, das vorher zu üben. Das heißt, die technische Qualität war da leider nicht so toll. Was nicht so schön ist, aber was schade ist, weil es ein sehr spannendes Thema war. Aber vielleicht können wir das dann nochmal ein anderes Mal machen mit einer besseren Qualität. Wenn ihr sowas vielleicht selber machen wollt, braucht man nicht extrem viele People, aber die Empfehlung wäre, man braucht mindestens eine Person, die einen Live-Videoschnitt macht, einen Videodirector. Man braucht jemanden, der die Person zu, die eine Person ist, die von überall kontaktiert wird, wenn eine Frage ist, so wo ist der Sprecher oder der Sprecher will wissen, welchem Jitsi er jetzt beitreten muss oder welche andere URL der Speaker öffnen muss. Man braucht diese eine Person, die alle Fragen beantwortet. Kann, vielleicht nicht selber beantworten, aber zumindest weiß, wo sie diese Informationen herbekommen kann. Es ist sehr nützlich, einen Herald zu haben, der Dinge moderieren kann und verfügbar ist, wenn irgendwas schief geht technisch, damit man nicht damit man nicht die ganze Zeit sowas wie wir werden gleich zurück sein aussenden muss oder bald sind wir da, sondern jemand, der dann einfach auf den Bildschirm kann und schnell erklären, was los ist. Und natürlich, wenn man Pads benutzt, um von der Audienz Beteiligung und Fragen einzuholen, dann zumindest für manche Themen ist es absolut nötig, jemanden zu haben, der dieser Pads so darauf aufpasst, dass da nicht viel Vandalismus ist und oder sogar Schlimmeres. Es ist sehr nützlich, sowas zu haben und manche von unseren Heralden mochten es total gerne, wenn die Signalengel die Fragen noch sortiert haben nach Thema oder eingezeigt haben, welche Fragen wurden mehrmals gestellt oder irgendwie eine Struktur in diesem Pad rein, sodass die Heralde es wesentlich einfacher fanden, die Fragen auszuwählen und die nicht selber durch den ISC lesen mussten. Okay, zu Workshops und selbstorganisierten Sitzungen, wie Benjamin schon vorhin erwähnt hat. Wir haben hauptsächlich eine Wiki-Seite bereitgestellt, wo jeder seine eigenen Sessions hinzufügen konnte. Und das haben Leute auch gemacht. Wir mussten sehr wenig machen, um Leute dazu zu bringen, Sitzungen zu eröffnen. Und die haben sogar angefangen, dann die Wiki-Seite selbst zu verbessern und sie zu organisieren, weil sehr schnell waren da sehr viele Einträge drin in diesen Tabellen. Und wir konnten nicht wirklich die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um alle diese Sitzungen bei uns zu hosten. Aber zu dem Zeitpunkt schon hatten wir sehr viele offene Instanzen von Jitsi und Big Blue Button, die von verschiedenen bekannten, guten Organisationen oder Individuen betrieben wurden. Da haben wir dann eine Liste zur Verfügung gestellt und die Sitzungen konnten die dann einfach auswählen und dann ins Wiki eintragen, welche sie benutzen. Das wurde dann sehr viel benutzt. Wir mussten nicht viel machen, außer sicherstellen, dass die Wiki-Seite nicht irgendwie schlecht formatiert war oder sowas. Ein paar Mal mussten wir ein paar offensichtliche Fehler korrigieren, aber wir mussten nichts wirklich bearbeiten. Obwohl die Seite komplett offen zu bearbeiten für jeden war, hatten wir da keinen Vandalismus. Klopf auf Holz. Und wie Benjamin schon gesagt hat, zu unserer großen Überraschung, haben die Sitzungen sich nicht beendet, als das Event vorbei war, sondern es gibt mehr Sitzungen, die halt so angekündigt wurden. Also abseits von den selbstorganisierten Sitzungen hatten wir auch noch quasi das Wiki als einen zentralen Punkt, damit Leute Informationen finden können und community Ressourcen. Das da zum Beispiel, welche Pads für was zu nutzen sind, für die Fragen, für die Talks oder für wo man mit Leuten quatschen kann über Matrix oder IRC oder Discord oder Mastodon oder Twitter. Und welchen Accounts man da folgen sollte.
Das war auch wieder halt ein kompletter Community-Aufwand. Wir haben keine eigenen Server da groß betrieben. Es will vor allem natürlich nicht Discord, aber Leute haben das gemacht. Hey, Leute, ich habe das mal eben gemacht und wollt ihr da nicht einfach mal einen Link zu setzen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, gerne. Und da waren Leute, die halt dann auch auf diese Kanäle aufgepasst haben und Leute, die sich gegenseitig Fragen beantwortet haben. Und ja, da wieder, also die Community hat ist einfach aufgetaucht und hat einen Haufen tolle Dinge gemacht und es ist ein großartiges Event geworden, ohne viel zentrale Organisation. Das war eine sehr schöne Sache, dass sie so passiert ist. Und zu guter Letzt, bis auf die Injektion des übersetzten Audios in die Streams, der Übersetzer, hat alles extrem gut funktioniert, verhältnismäßig. Da gibt es einiges an Open-Source-Software, was großartig ist. Natürlich gibt es hier und da doch das ein oder andere kleine Problem, aber man kann das alles machen, komplett ohne proprietäre Tools, Werkzeuge. Das heißt, wir haben von Leuten gehört, oh nein, du musst Zoom benutzen, alles andere ist Mist. Das ist einfach nicht wahr. Diplobutton und Jitsi als Videokonferenzsysteme funktionieren und sie funktionieren auch ziemlich gut. Können sie besser funktionieren? Natürlich. Fehlen ihnen Features? Ja, auch das. Aber allgemein jetzt mit auch mit kommerziellen Alternativen gearbeitet zu haben, kann ich euch sagen, die kommerziellen Tools sind nicht unbedingt viel besser. Sie sind nur sehr schlecht auf andere Arten. Ich bin also sehr froh, dass ich das alles hier mit freier und Open Source Software machen konnte. Und es gibt nicht wirklich einen Grund zu denken, dass es nicht geht. Und noch eine weitere Sache. Es war sehr interessant, welche Arten von Menschen zusammenkamen. Wir haben angefangen, BigBlueButton zu benutzen und die BigBlueButton-Leute, die Entwickler von BigBlueButton, haben das mitbekommen und haben uns kontaktiert und gesagt, hey, wir machen diese Art Hackathon und haben ein paar Leute eingeladen, dass ihr helft und das Feature-Set von BigBlueButton erweitern könnt. Das heißt, ein paar der neuen Features von BigBlueButton sind ein bisschen, nicht direkt, aber ungefähr vor allem ein Ergebnis von der Interaktion mit der Community und den Dingen, die wir getan haben bei den D-Box. Ja, das ist mehr oder weniger fast alles. Ich werde dann jetzt mal weitergeben an DJ Spock, der oder die jetzt ein bisschen über Musik reden wird. Ja, okay. Bei dem ersten der drei Events gab es ein Musikprogramm, aber ich glaube, es waren nur ein oder zwei Konzerte. Und als es dann zur Gulasch-Programmiernacht kam und als die abgebrochen wurde, als ich das gehört habe, da dachte ich mir, ja, da muss es ein anderes Event geben stattdessen. Und da habe ich versucht zu organisieren, ein anderes D-Vox zu organisieren, aber da war es schon viel zu spät, um irgendwie groß viel Content zu haben, wie Talks oder sowas. Deswegen dachte ich, ich mache vielleicht einfach nur Musikinhalte. Das heißt, es gab keine Talks, keine Workshops, es gab nur Musik und Audiokunst. Aber während der Vorbereitung von diesem Event ist was Großartiges passiert. Und zwar sind da einfach wieder Dinge passiert. Menschen haben einfach auch wieder selbstorganisierte Sitzungen erstellt, wo sie einfach ihre eigenen Talks und ihre eigenen Workshops erstellt haben. Es war also nicht nur Musik bei dem Event, es waren auch andere Dinge, die dann los waren. Wir haben die ganze Zeit gestreamt, von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend, komplett ohne Pausen, nonstop, Livestream. So 90% des Contents war auch tatsächlich Livestreamed. Manches war auch vorher aufgenommen, aber das meiste war live. Und wir haben das zusammen gemacht in Kooperation mit Radio Darmstadt und C-Radar. C-Radar ist eine CCC-Radio-Show, die ich wirklich nur empfehlen kann, von Chaos Darmstadt. Und C-Radar und Radio Darmstadt haben uns unterstützt mit deren Infrastruktur, aber über die technischen Features werde ich später reden. Und wir haben noch ein paar Unterstützer für den Inhalt gehabt von Sphere Radio, was ein Online-Radio aus Leipzig ist, auch alles FM und All-FM auch aus Hamburg. Die haben auch Inhalt zur Verfügung gestellt zu unseren Musik- und Audiokunst-Streams. So, dann lass uns mal ein bisschen über die Technologie reden. Wie wurde es alles ausgestrahlt? Wir haben ausgestrahlt das Audio über Icecast. Es gab kein Video, nur Audio. Und wir haben Icecast benutzt für die Internetausstrahlung. Da hatte Radio Darmstadt ihre eigene Infrastruktur und die FM-Infrastruktur von Radio Darmstadt und DAB+. Da weiß ich nicht, ob das schon mal auf einem CCC-Event gemacht wurde.
das komplett ausgestrahlt wurde über... Entschuldigung? Ich dachte, ich habe gerade was gehört. Okay. Naja, ja, das war komplett ausgestrahlt wurde über FM und DRB+. Welche Technologie wurde benutzt für die Organisation und die Vorbereitung? C-File. C-File ist ein sehr schönes Tool, das wir sehr mochten für den Austausch von Daten, vor allem Dateien. Ist auch nicht dezentralisiert und Open Source. Das ist, warum wir es benutzt haben. Wir haben keine WeTransfers oder Google Drives oder sowas in der Art benutzt. Und wenn es zu Musik kommt, da haben wir Mix benutzt, Mix, Traktor und Bud. But doesn't mean what, bedeutet nicht, was ihr denkt. Das ist nur eine Abkürzung für Ausstrahlen mit Hilfe dieses Tools. Und es kann zusammen mit einem Icecast-Server benutzt werden. Und Mix und Traktor sind tatsächlich DJ-Software. Mix ist übrigens auch Open Source und freie Software von Mix Incorporated. Und vor zwei, drei Jahren war es keine gute Software. Und es war tatsächlich nicht wirklich möglich, damit gut zu DJen, aber mittlerweile ist es tatsächlich möglich, direkt damit zu einem Icecast-Server zu streamen und Traktor, was natürlich eine kommerzielle Software ist. Das ist so die State of the Art, so der neueste Standard der Software für DJs. Und ich fand auch, dass es sehr, sehr nett zu benutzen war. Das Einzige, was es da noch gab, war das Stream zu einem Open Source Icecast-Server. Deswegen erwähne ich das hier nochmal. Und ich wollte auch nochmal erwähnen, dass es wirklich eine tolle Sache war, dass ich damit angefangen habe, dieses Musikzeug zu machen und dass so viele andere Dinge dann auch noch passiert sind, komplett ohne irgendwelche Interaktion von mir und dass alle Leute, die da dabei waren, auch alle Leute, die jetzt hier in dem Talk dabei waren, das mit unterstützt haben und dieses Event mit unterstützt haben. Das war wirklich sehr schön und wir hatten auch einiges an Musik, zum Beispiel ein Push-to-Talk-Event und ich könnte jetzt noch Stunden darüber reden, aber ich glaube, das war jetzt genug Überblick. Ja, danke vielmals DJ Spock, Benjamin, STB für diesen Überblick über die Organisation, die technischen Details und die Musikstreams. Lass uns das alles mal jetzt zusammenzufassen und gucken, wie das alles funktioniert hat. Inhalte. Das Hidden Service hat tatsächlich recyceltes Einreichungen vom Easter Hack benutzt, aber als es dann zum Push-to-Talk kam, da waren wir dann schon bereit, ein bisschen mehr zu experimentieren und die Vorteile von diesem Remote-Event zu nutzen und haben angefangen, insbesondere nach Inhalten zu fragen, die remote interaktiv sind. Und auch wenn das nicht immer technologisch perfekt funktioniert hat, hat es uns erlaubt, etwas wie ein mehrseitiges transkontinentale Live-Übertragung zu haben auf einem Livestream. Das war eins der Beispiele. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir einen Kunstworkshop hatten, der direkt mit der entfernten Audienz interagiert hat und über die verschiedenen Social-Media-Kanäle in Echtzeit reagiert hat. Außerdem haben wir das jetzt schon ein paar Mal gehört, aber es kann wahrscheinlich nicht mehrmals gesagt werden, dass DWOG tatsächlich ein Event, wo jeder und jede aktiv mitmachen kann. Leute sind nicht nur einfach Zuhörerinnen, sondern auch bei diesen kleinen Events war es sehr, sehr von der Community getrieben. DWOG ist nicht für Touristen, also es zieht eine bestimmte Art Menschen an, die sehr gerne mitmachen will, die viel mitmachen will. Und deswegen auch ein großartiges, ein tolles Level an Selbstorganisation. Und das haben wir daran gesehen, wie viele selbstorganisierte Sitzungen passiert sind und auch weiterhin passiert sind. Und das Gleiche gilt für die Einreichungen von den Leuten, die teilgenommen haben.
Und es ist außerdem ein Format, das sich sehr gut geeignet hat für Communities, die verteilt sind, sowieso. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Autismus-Nerd-Talk-Gruppe, die sehr weit verteilt ist, und ein anderes verteiltes Netzwerk sind zum Beispiel die Hexen. Fragt uns gerne mehr über diese Beispiele im Frage- und Antwort-Teil. Wir haben da auch noch Daten zu. Ansonsten noch einige Beweise, einige Randnotizen. Da gab es eine sehr diverse Audienz und sehr internationale Audienz, und das war ein sehr schöner Nebeneffekt. Um das mal alles zusammenzufassen, man kann sagen, D-Box sind Community-Events, die Leute zusammenbringen, die können Communities zusammenbringen, die können neue und unwahrscheinliche Freundschaften hervorrufen, und das ist tatsächlich was mich am Leben gehalten hat durch dieses Jahr. Die können eine Menge Spaß machen in der Organisation, aber natürlich auch im Zuschauen, und an diesem Punkt würde ich sagen, ein riesig großes Danke an alle, die da mitgearbeitet haben und das dazu beigetragen haben, dass es passieren konnte. Aber auch, D-Box sind kein Ersatz. D-Box sind einfach nicht das Gleiche wie Events im echten Leben. Und wir alle wissen, dass das bedeutet, dass wenn man ein D-Box vorbereitet und will, dass das passiert, dann muss man schon einiges an Energie investieren, um die Erwartungen der Leute zu managen. Leute sollten nicht erwarten, dass es exakt die gleiche Erfahrung ist wie in einem physischen Format. Außerdem, lass uns mal hier jetzt nichts vormachen. Covid ist noch nicht durch und D-Voc ist also auch noch nicht durch. Und das ist ein bisschen etwas verstecktere Meinung von D-Voc Forever. D-Voc wird wahrscheinlich hier noch für eine Weile bleiben. Jetzt gucken wir mal, wie das so in der Zukunft passieren könnte. Was können wir noch bereitstellen? Was könnt ihr noch bereitstellen? Und wie könnte das alles noch aussehen? Naja. Als erstes, wenn ihr das erste Mal hier seid, dann laden wir euch gerne ein, die früheren D-Vox mal anzugucken. Da werdet ihr die verschiedenen Events auf den vorher schon erwähnten Wikipages, kann man das sehen. Und wie immer mit Chaos-Events kann man die Aufnahmen der Talks und sowas auch in dem temporären Relive oder dann veröffentlicht im Archiv finden auf media.ccc.de mit den individuellen Links zu den Talks von den Events. Die findet man unten. Dann kann man natürlich der Community beitreten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da kann man einerseits gucken, ob es noch selbstorganisierte Sessions, an denen man vielleicht teilnehmen möchte. Da kann man dann auch auf IRC oder auf Matrix kann man zu den Communities kommen. Oder über Social Media, über Twitter und Mastodon. Und zuletzt, wenn ihr mitmachen möchtet bei einem zukünftigen D-Voc oder D-Voc-Elemente übernehmen möchtet in eure eigenen Events, dann haben wir euch dazu Ressourcen zusammengefasst, über wie man einen D-Voc macht, in einer dedizierten Wiki-Seite. Und ihr seid gerne willkommen, mit uns in Kontakt zu treten mit dem D-Voc-Team, und die E-Mail-Adresse, die seht ihr hier. So, an diesem Punkt kann man jetzt sehen, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Frage- und Antwort-Teil und euch zu einem interaktiven Workshop einladen, wird STB jetzt noch eine kleine Vorschau für 2021 geben. Ja, okay, das klingt jetzt so, als hätten wir schon jede Menge vorbereitet. Nee, haben wir nicht wirklich. Wir haben alle uns vorbereitet auf das aktuelle Event, und da hatten wir alle Hoffnungen, dass dieses ganze Coronavirus-Zeug, dass die Situation einfach magisch weniger dramatisch sein würde, als es tatsächlich ist in diesem Winter. Und mittlerweile ist es ziemlich klar, dass zumindest in Deutschland wir nicht wirklich irgendwelche Live- oder In-Person-Events haben werden diesen Sommer, zumindest bis diesen Sommer. Da spreche ich also für alle, die gerade hier sind, aber auch noch einige mehr. Wir denken wirklich,
dass wir über Ostern wieder irgendwas machen wollen. Was auch immer der Name dann ist. Und ich denke, wir werden einfach die Tradition weiterführen, einen Divock an Ostern zu haben. Und das wird dann quasi so der Anfang der Tradition sein. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt über Ostern, weil ihr einfach wegen den Restriktionen noch zu Hause rumsitzt, denkt vielleicht mal drüber nach, ob ihr vielleicht einem Divock teilnehmen wollt und da eventuell auch mitmachen und mitorganisieren wollt. Vielleicht einen Workshop organisieren oder einen Talk halten, was auch immer euch gefällt, weil es bleibt weiterhin ein experimentelles Format. Wir sind nicht wirklich in irgendeiner Weise beschränkt darin, was wir machen wollen können. Das heißt, wenn ihr irgendeine coole Idee habt, die vielleicht sich lohnt auszuprobieren, dann tretet auf jeden Fall mit uns in Kontakt und tretet uns bei und dann gucken wir mal, was man so machen kann in ein paar Monaten. So, ja, ich kann jetzt auch noch, so das letzte Ding ist jetzt der Frage- und Antwortteil. Wir haben unseren Timeslot beendet. Es gibt nicht mehr wirklich Zeit für den Frage- und Antwortteil hier im Stream. Aber wenn ihr zu dem Link, der hier auf der Folie jetzt gerade ist, mit der RC3-World, rc3.world, und wenn ihr da nach der Suchfunktion nach Divock sucht, da gibt es einen Divock für immer Workshop. Und das ist in einem Big Blue Button und dem werden wir jetzt gleich beitreten und dann werden wir mal gucken, ob wir eure Fragen beantworten können, eure Ideen hören und was auch immer ihr sonst noch zu uns sagen wollt, kommt einfach dazu. Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Einsichten in diesen Divock. Und ich denke, wir sollten jetzt mal alle zum Workshop gehen und unsere Fragen stellen oder auch einfach aushelfen, in der Hoffnung, dass das alles weiter bestehen bleibt. Und ich denke, das könnte eine sehr interessante Alternative sein, um anstatt alleine zu Hause zu bleiben. Ach ja.